Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4 mit Familie Lemoncake. Die gute Mathilda muss zur Arbeit. Mathilda, kannst langsam mal aufstehen, meine Süße. Dir geht's relativ gut. Du kannst eigentlich auch direkt so zur Arbeit gehen. Du, wann musst du eigentlich auf Arbeit, Sophie? Du musst in 2 Stunden auch zur Arbeit. Oh, aber immerhin ist die Logikfähigkeit voll. Und na gut, die Tagesaufgabe ist jetzt nicht fertig. Was soll's? Aber vielleicht kriegen wir das noch hin. Oh nein, in einer Stunde schaffen wir das nicht. Ach, was soll's. Dann lassen wir sie halt in der Zeit noch ein Lavendelschaumbad nehmen. Das schafft sie vielleicht noch. Und Granny nach wie vor kurz vorm Verhungern, sehe ich. Das ist natürlich jetzt auch nicht so knülle. Oh Gott, was ist denn hier los? Aufräumen. Das macht Granny doch gern. Blablabla. Öffnen. Und ein Gericht nehmen. Yummy, 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 yummy. So. Cratty muss auch ein paar Typen küssen. Noch 8, um genau zu sein. Das kann noch etwas dauern. Mathilda ist auf Arbeit. Wir lassen sie auch direkt wieder fleißig arbeiten. Dafür bin ich. Weil halt. Naja, Beförderung und so, ne? Unsere liebe. Sophie möchte schließlich auch viel Geld verdienen. Das braucht sie nämlich auch für ihr Ziel. Noch 10.000 wieder. Wir hatten ja eine relativ hohe Rechnung vor einigen Folgen. Was tut Granny da? Wehe, du stellst das jetzt irgendwo. Hä, bist du doof? Stimmt irgendwas nicht? Dass sie aus irgendwelchen Gründen. Ich verschiebe das einfach mal. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie irgendwie hier nicht mal abwaschen kann, dass sie einfach irgendwo abstellt. Deswegen habe ich einfach jetzt mal das jetzt hier verschoben. Mal gucken, wie das so wird. Okay. Meine liebe Serienromantikerin, sonst geht's hier eigentlich ganz gut, ne? Dann kannst du eigentlich nachher direkt wieder jemanden einladen, ne? Oder wir gehen sogar weg. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Gucken wir mal. Was? Purer Sex? Was? So, du gehst jetzt auch fleißig arbeiten. Hier kommen gruselige Geräusche. Ich wüsste jetzt nicht, woher. Was bist du eigentlich hier für ein Baum? Birnbaum. Ernten. Kannst du dann noch. Oh nein, nicht du. Du. Ernten. Und schaust dir dabei diese tollen Pfeffer- und Salzspender an. Okay, mach das. Wir gehen heute. Jetzt hau schon mal ein bisschen rum. Aus. Natürlich mal wieder mit ihr. Vielleicht knutscht sie ein paar interessante andere Sims. Wir werden sehen. Sie kann ja sehr betörend sein. Ich meine, da guckt sie euch an. Oh, ich bin betörend. Eine betörende alte Dame. Essen. Niam, niam, niam. Sarpava Okay. Wie geht's dir soweit? Ganz gut. Barrel. Okay, vielleicht lasse ich sie vorher nochmal auf Toilette gehen. Na komm, scheiß auf den Birnbaum. Machen wir ihn ein andermal. Und spul noch ein bisschen. Ich möchte, dass es ihr maximal gut geht, wenn sie losmacht. Ja, so. Perfekt. Und auf geht's. So. Nein, nein, halt, stopp. So möchte ich das nicht. Ich möchte nur, dass du verreist, meine Süße. Mit aktuellem Grundstück zentrieren. Nein, nein, nein. Plaudern mit. Einladen, ein telefonisch, gesellschaftliches. Ich bin ja gerade nur mit ihr aktiv. Ich bin gerade verwirrt. Ich gehe jetzt mit ihr mal einfach mal so in die Bibliothek. Ja, genau, nur sie. Auf geht's. Ich war gerade irritiert, weil unten halt auch noch Mathilda und Sophie mit ausgewählt waren und damit abgebildet. Die beiden sollen ja arbeiten gehen. Während Cranny noch ihre goldenen Jahre hier noch etwas, naja, auf den Kopf haut und viel Spaß hat. Gönn tue ich es ihr, auf jeden Fall. So,
Das ist schon mal die perfekte, das perfekte Flott-Outfit, würde ich sagen. So, wen haben wir denn hier? Oh nein. Nicht er. Das ist ein unangenehmer Zufall, aber was soll's. Na gut, dann er geht. Das ist ja gut. Wir machen uns jetzt mal an die Bibliothekarin ran, würde ich sagen, oder? Ich meine, sie sieht... Oh, ist das schick aus. Okay. Bezaubern vorstellen. Suna. Was tust du da? Larkin Creamball. Dorgadu. Macht gleich einen sehr guten Eindruck. Tag verschönern. Zuspruch geben. Romantik. Flirten sie mal ein bisschen an, ne? Sie ist nämlich direkt kokett geworden. Und nichts ist besser als ein koketter Sim, um ihn, naja, in Stimmung zu bringen. Und Level 4er Schelmfähigkeit, sehr gut. Warum auch immer. Ach so, was sie gerade im Fond provoziert. Lass das mal und kümmere dich lieber um die Frau hier. Wobei, die sieht ja noch heiß aus. Nee, komm, wir bleiben bei ihr. Flirten. Nach Tag fragen. Oh, Romantik. Betören. So. Lenard. Ich schaue Ribbix. So, machen wir das mal. Es wäre auch schön, wenn ihr euch beim Reden angucken würdet. Das würde ich sehr befürworten. Das ist gerade irgendwie merkwürdig, wenn sie manchmal so reden. Aber hey, was soll's, okay. Ah, jetzt gucken sie sich wieder nochmal an. Das finde ich ja nett. Du hast Küssi. Oh, es hat sogar geklappt schon. So. Haben wir schon den nächsten Sim geküsst mit Granny? Granny ist krass, der hat richtig einen Lauf, ne? Ah, schon 3 von 10. Richtig gut. Okay, mal gucken, wer unser nächstes Opfer ist. Wir können ja... Oh, sie kommt schon so nah. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Wir können uns ja mal an den jungen Mann hier ranmachen. Bezaubernd vorstellen. Sag ihm mal Hallo. Hey, sag ihm Hallo. Plus, Pinella. What so? Ah, Pina. Denen das immer gefällt direkt. Die gehen dann immer richtig drauf ab. So. Kompliment über Aussehen machen. Fragen, ob er Single ist. Alter. Wie Cranny einfach abgeht, ne? Cranny macht sich an alle ran. Händchen halt, egal ob Mann oder Frau. Hier ist alles erlaubt. Also, ein bisschen backen sie aber rum, ne? Rose anbieten. Hände küssen. Romantik. Kann sie nicht auch noch irgendwie... Ich weiß nicht. Ich lasse sie einfach mal machen. Eigentlich wollte ich ihn noch ein bisschen betören, aber das geht anscheinend irgendwie nicht. Küss ihn mal. Geht das? Es geht. Wow. Krass, ey. Cranny richtig krass am Abgehen hier. Ich bin immer noch ganz platt, wie sie einfach die ganzen Leute jetzt einfach so küssen kann. Sie macht das richtig gut, würde ich sagen. So, sonst noch irgendjemand? Wollen wir es bei ihr probieren? Bezaubernd vorstellen. Was denn? Jetzt muss ich hier noch warten, oder was? Na los. Wo ist Cranny? Cranny? Wo bist du? Geh mal dahin, Cranny. Ach, Cranny heute noch.
So, Cranny, es war nett, wenn du dich jetzt hier endlich mal bezaubernd vorstellen würdest, ihr? No beam. Wieso denn nicht? Stehst du da gegenüber? Warum kannst du das nicht? Larkin Creamball. Oh, Bangie. Oh, oh. Oh, Grasha. Wie sie alle betört. Ich finde das richtig lustig. Schmazel. Dag, dag. Oh mein Gott, ich bin richtig begeistert, wie Cranny das kann. Cranny ist richtig im Liebeswahn. Da ist die Gegenüber etwas angespannt. Wie heißt denn die Gude? Candy ist das. Kannst du sie denn irgendwie betören? Das geht irgendwie nicht. So geht das nicht. Schade. Fragen, ob sie Single ist. Jetzt ist sie kokett. Sehr schön. Flirten. Und? Mal gucken, ob du sie küssen kannst. Ob das klappt. Es klappt. Und wie es klappt. Wow! Das ist so lustig. Gerade erst 5. Sehr gut. 5 Leute geküsst schon. Es läuft gut, aber das reicht jetzt erstmal. Wie viele haben jetzt geküsst? 3 Mann hier. Gehen wir wieder zurück nach Hause. Alleine. Sehr gut. Ja, das nächste Mal küssen wir vielleicht ein paar mehr. Mal gucken. Aber sie lassen sich doch relativ schnell überzeugen von ihr. Vielleicht habe ich ihr ein paar gute Eigenschaften gegeben, dass sie auch gleich direkt beliebt ist bei den anderen. Mal einfach mal. Schicke deinen Seelen auf Reisen. Klick auf das Telefon, um Kopf zu brechen. Ja, bin ich dabei. Ich möchte wieder nach Hause reisen. Eine ferne Reise nach Hause. Und habt ihr auch gesehen, wie viel Sophie verdient hat? Das ist echt krass. Sophie geht gerade richtig ab. Wir müssen uns aber trotzdem noch etwas um sie kümmern, dass sie weiterhin aufsteigt. Dir geht es soweit eigentlich ganz gut, ne? Weiterentwickeln. Lassen Sie noch ein paar Pflanzen weiterentwickeln. Hallo? Nee. Was kann ich denn hier weiterentwickeln? Ich sehe das nicht. Ach, hier. Okay. Du? Du zockst jetzt hier einfach, oder was? Du bist eine Lümmeline. Ich bin dafür, dass du trotzdem das Gemälde hier noch zu Ende machst. Ich weiß, das ist nur ein Logikgemälde. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich auch für die Kunstfähigkeit hier zählt. Weil es ist am Ende ein Gemälde, ne? Guck mal, ob das gilt. Es scheint nicht zu gelten. Schade. Gut. Und du bist wieder angespannt. Oh Mann, Mathilda, das sieht nicht gut aus mit dir, ne? Und wir lassen dich wirklich erstmal auf Toilette gehen. Wie dünn sie geworden ist, ne? Okay, erstmal aufs Klo. So, danach isst du was. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Und dann würde ich sagen, du wurdest ja befördert, das habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, Mathilda. Okay, ich habe nichts gesagt. Mathilda wurde befördert und ist jetzt Entwicklungschefin. Sie wird jetzt... Wow, 5 Simoleons mehr, müsst ihr mich verarschen. Das ist ja nix. Was erschüttert nun für insgesamt? Wow, das ist ja nix. Das hat wohl... Erfinderpreis für herausragende Beiträge zur Wissenschaft dazu bekommen. Cool. Na, wir hören ein wenig was. Programmieren natürlich. Wieder eine tolle Tagesaufgabe. Die sie auch gleich bewältigen wird. Sie konzentriert sich wirklich sehr auf ihre Karriere, würde ich sagen. Programmieren. Und weiter Handy-App programmieren. Und dabei dann Musik hören, würde ich sagen. Aber erstmal isst sie und guckt sich diesen tollen Salz- und Pfefferstreuer an. Was ihr sichtlich Spaß macht. Was sehr merkwürdig ist, aber okay. So, was machst du jetzt? Halt, stopp. Sophie, nein. Sophie, du malst jetzt ein klassisches Gemälde, bitte in groß. Während das jetzt einfach hier hängen bleibt. Das hänge ich, glaube ich, später dann bei Mathilda ins Zimmer. Aber momentan noch nicht. Die Bilder möchte ich erst später irgendwann verteilen. Mach schon alles auf einmal. Okay.
Gut, dann male du mal. Dass ihre Leistung auch wieder steigt. Und immerhin hat sie jetzt auch die Logikfähigkeit wieder auf einem entsprechenden Level, wie sie es braucht. Da bin ich auch froh. So, du hast aufgegessen. Okay, lass mich das wegräumen für dich. So. Du schläfst, ne? Ja, du bist auch ein bisschen müde. Ja. Ich würde sagen, du kannst auch nochmal aufs Klo gehen. Und nochmal das Backbuch lesen. Ich habe gar nicht gesehen, wie du das gelesen hast. Vielleicht hast du es auch nicht gelesen. Mhm. Bei dir ist alles okay? Hohohoho. Sieht gut aus bisher. Was wird das? Mal ein bisschen spulen und über die Schulter schauen. Aha. Was? Handy-App fertig. Gib einen Namen für diese Handy-App ein. Lustige Quatschmach-App. Das ist ultimativ. Ich halte es kaum aus. Ultimativ ist das. So, okay. Tut mir leid, Sophie. Du bist gerade mal weniger wichtig. So. Stopp. Abgeschlossenes Bestreben. Mathilde hat... Hallo? Mathilde hat ihren Traum verwirklicht, eine Computer-Mogulin zu werden. Sie mag zwar ein Geek sein, dafür aber ein sehr erfolgreicher Geek. Verdientes Merkmal Webmaster. Neue Interaktionen am Computer freigeschaltet. Aha, also ist jetzt... fertig. Sie kann ein neues Bestreben wählen. Das hat sie schon fertig. Hatte sie nicht auch noch... Warte mal. Hier, Computer Freak hat sie geschafft. Was ist Nerdhirn? Kluge Schülerin. Okay. Hatte sie nicht... Kreativität auch? Das hat sie nämlich auch schon geschafft. Okay. Dann lassen wir sie Nerd werden. Geht das? Okay, jetzt muss sie jetzt machen, 3 Bücher zu Ende lesen. Oh, das schafft sie. Und wie sie das schafft. Oh ja. Gut. Sozial ist mir ja aber nicht so gut. Wir könnten die Saskia einladen. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Wie muss sie denn arbeiten? Saskia wird jetzt schwierig. Wie sieht es generell noch aus? Sozial, Spaß. Wo liest du das Buch, Granny? Oh Gott. Als ob ich es nicht gewusst hätte. Okay, dann mach mal einen Tanzwettbewerb mit Granny. Vielleicht macht das hier etwas Spaß. Schauen wir mal, ob da was draus wird. Passiert noch was? Nein, es passiert nichts. So viel dazu. Wartet mal, wartet mal. Irgendwie klappt die Karte nichts. Du gehst jetzt einfach ins Bett? Einfach so? Das kannst du doch nicht machen. Spiel spielen. Sport, warte, weißt du was? Noch besser. Du. Liest der Herr der Schaukeln. Buch analysieren. Schelmisch zu Sophie sein. Nein. Etwas lesen. Ja. Perfekt. Objekt verbessern. Wir haben wir kaum noch was. Tut mir leid. Spiel gewinnen. Du kannst doch auch, wenn du magst, ein bisschen mit Sophie reden. Insiderwitz. Mit Sophie, mit Mathilda. Streng vertrauliches Geheimnis. Über neueste Spiele reden. Unterhaltet euch doch mal ein bisschen. Was tust du stattdessen? Stehst du dumm im Zimmer rum. Granny. Was machst du? Nein, Sophie. Erst aufs Klo und dann schlafen. Immer diese Reihenfolge beachten, Sophie. Erst Klo, dann schlafen. Andersrum ist nicht gut. Meine Güte. Gut.
Erzählst du jetzt noch was? Kann Mathilda nicht lesen und gleichzeitig reden? Ich glaube, das wird nichts. Okay, gut. Weißt du was? Geh schlafen. Lass Mathilda ihr Buch lesen. Aha. Sie ist gerade für nichts anderes empfänglich. Da schauen wir mal. Können wir irgendwas? Was hat sie denn generell für Merkmale? Gelehrte, düster Webmaster. Was ist mal das Webmaster? Holen alles aus ihrem Computer raus und schalten außerordentliche Nutzungsmöglichkeiten frei. Oh, da können wir auch mal gucken. Schnelle Lernerin, kreative Visionärin. Können wir nicht irgendwie bei ihr auch schnelle Leserin oder sowas einstellen? Das ging doch auch. Da gucken wir mal. Großartig, Sportskanone steht's willkommen. Mach auf. Blitzleserin! Großartige Erzählerin, stets willkommen, wachsam. Das hat sie jetzt schon. Frühaufsteher, Mentorin, nein, Jugendtraum, kostenlose Dienste, marktauglich. Genügsam. Schamlos, Stablase. Vielleicht unabhängig. Das ist, glaube ich, gut, das passt zu ihr. Was? Der interessanteste Sim auf der Welt. Besitze einen Sim mit 12 oder mehr Merkmalen. Hast du 12 Merkmale? Das könnte sein. Krass. Okay. Gut. Dann liest sie blitzschnell dieses Buch aus. Und legt es irgendwo hin. Das kann sie tun. Dann geh schlafen. Ich guck derweil, was sie jetzt hier für neue Sachen freigeschaltet hat. Web vielleicht? Traueranzeigen lesen. Über Crowdsourcing zu Geld kommen. Erledigt online kleinere Aufgaben, um ein paar Symbole zusätzlich zu verdienen. Aha. Okay. Im Internet stalken. Enthülle alle Merkmale eines Sims, ohne ein Gespräch führen zu müssen. Okay. Aber Livestreaming geht nicht mehr. Ich bin gerade total interessiert hier, was sie alles so machen kann. Nehmen wir ein Lavendel-Schaumbad. Du Lavendlerin. Ich muss jetzt hier weiter gucken, was du alles so am Computer machen kannst. Kannst du hier noch was Besonderes? Nee. Kannst du hier noch irgendwas? Nee, aber ein paar Sachen kann sie halt. Glaube ich. Guck mal, vielleicht gibt es da noch was. Oder ich gucke einfach mal irgendwo eine Übersicht. Auf jeden Fall interessant. Sie kann auf jeden Fall Leute stalken und irgendwie noch Kleingeld verdienen. Und oh mein Gott, das Klo ist kaputt. Reparieren das mal bitte. Das wäre sehr nett von dir, Granny. Ach, yeah. Ja, und dann machst du den Übungen und danach wischst du das auf. So mache ich das auch immer. Okay. So. Ein Gericht nehmen. Ach ja! Diese eine bestimmte Sache, die ich machen wollte. Stimmt. Schaffen wir das noch in der Folge? Ich vergesse. Ich weiß nicht. Ich sage euch immer, ja, wir machen dann was voll cool. Aber ich bin dann immer so beschäftigt, dass ich irgendwie immer. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie kann man immer so viel in dem Spiel tun und dann bin ich überfordert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sich hier hinten nicht richtig hinsetzen können. Vielleicht muss ich irgendwie einen Stuhl oder irgendwie was anderes hier hin tun. Irgendwie das anders positionieren. So, mal gucken. Du bist glücklich. Jetzt provozieren. Mach das mal. Dann musst du eigentlich generell zur Arbeit, Mathilda. In 45 Minuten. Gut, dann sagen kannst du das noch machen. Du isst und du musst aber in 2 Tagen erst zur Arbeit. Okay. Dann kümmern wir uns gleich um Sophie, würde ich sagen. Und du hast Hunger, also wäre es cool, wenn du was essen würdest. Dankeschön, Granny. So. Wisst ihr, worauf ich stehe? Chaos. Und wisst ihr, was alles noch chaotischer macht? Mehr Sims.
Drei Sims sind schon ziemlich viel, aber was ist, wenn daraus vier werden? Wäre das was? Ich weiß es nicht. Ich hab Fragen, aber du warum? Achso, du musst auf Arbeit. So, Mathilda, wie läuft's? Wie läuft's eigentlich so generell auf Arbeit? Tagesaufgaben programmieren gerade erst begonnen. Das ist nicht gut. Schaffen wir schon. Dann lässt es heute etwas locker angehen. Arbeite einfach normal. Ich glaube, das ist das Beste. Was? Lustige Quatschmach-App. Kriegst du ein bisschen Geld dafür? Das ist schön. Ninja! Wie viel Geld brauchst du noch? Noch ziemlich viel, ne? Gut, dann würde ich sagen, liebe Sophie, gehst du gleich mal aufs Klo. Und dann lädst du den lieben. Nein, keine Verabredung. Dann lädst du den lieben. Sam Cinnamon mal ein. Für das totale Chaos. Noch einen Sim auf diesem Grundstück. So. Du musst auch aufs Klo. Stopp. Du gehst hier oben, bitte. Ich habe nicht schon umsonst zwei Toiletten. Was machen wir denn mit dir? Du erntest mal hier alles. Alles ernten. Und Garten pflegen. Okay, danach kann, würde ich sagen, kann Granny sich auch noch jemanden einladen. Einfach so, vielleicht um die Person auch noch zu küssen. Für übelst oberkrasses Bestreben. Hey, wenn du mit dir vorbeikommst, das wäre so nett von dir. Kannst du auch noch verkaufen. Herrlich reich. Sehr kreativ. Du kannst ja schon mal anfangen, ein großes klassisches Gemälde zu machen, bis Sam da ist. Sam? Sam? Ach, er wird schon irgendwann kommen. Lass mich hier noch ein bisschen malen. Der Anfang sieht immer so interessant aus. Am Ende ist es dann manchmal was Hässliches. Das ist nicht gut. Wo bleibt Sam? Da ist er schon. Da hinten. Der kleine Klecks. Na, warten wir mal. Kann irgendwas verbessert werden? Nee, hä? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Was machen wir dann mit dir? Ich bin dafür, dass du dann das Backbuch liest. Frage ist, wo ist das Backbuch? Backbuch? Ist das Backbuch vielleicht hier drin? Öffnen. Oh Gott. Es war ein Cupcake drauf, aber jetzt ist es irgendwie weg. Das Backbuch ist weg. Und keiner weiß, wo es ist. Na gut, wisst ihr was? Dann learning by doing. Dann muss ich halt selbst was backen. Eine Obsttorte. So, du brichst mal hier deinen Gemahler ab. Um ein Techtelmechtel mit Sam im Schrank zu haben. Hallo, wollen wir ein Techtelmechtel haben? Also, okay. Yay, wie sie sich freut, so yay. Los geht's, lass uns Spaß haben. Bang, bang, baggedy bang, 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 bang. Okay. Okay. So, perfekt. Die beiden haben mir gerade richtig Spaß. Boom, boom, boom. Wow. Coole Sache hier. Ich glaube, das dauert doch mit den beiden. Okay. Warum nimmst du das als Ablagefläche? Ich glaube, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Oh Mann. Okay.
Aber sie ist sehr inspiriert. Das ist die Hauptsache. Okay. Ich finde es nämlich gut, wenn Sophia einen Lemon Cake auch gut backen könnte. Das wäre eigentlich sogar schon ziemlich wichtig. Seid ihr oben mal fertig? Sehr gut. Leidenschaftlich küssen. La, 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 la. Und? Eine Auswahl. Freundlich. Bitten einzuziehen. Aha. Ich bin nämlich dafür, dass Sam bei uns einzieht. Zusammenziehen. Klicke auf OK und auf Haushalt aufteilen und verschmelzen zuzugreifen und festzulegen, welche Sims in welchem Haushalt leben, okay? Sam zieht ein! Endlich! Was heißt endlich? Er zieht ein. Ab jetzt steuere ich nämlich 4 Sims und das macht die Sache etwas komplizierter, aber hey, egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und was das alles für Konsequenzen haben wird, das werden wir bald sehen. Ah, ich habe Angst. Gut, okay. Mal sehen, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Also mit 3 Weibern war schon schwierig, aber jetzt noch einen Mann dabei zu haben, könnte sogar... Naja, mal sehen. Ich will nichts Falsches sagen, ich habe Angst. Okay, dir sitzt der Schalk im Nacken. Schütte Seife auf... Was? Klicke auf die Angelschulter, die dir war. Ja, schön. Ich frage mich, was jetzt hier gerade so lange lädt. Hallo, da? Ah, okay. Okay. Hi, Sam. Du gehörst dazu. Du bist jetzt hier quasi einer von uns. Wir können auch gleich mal von Sam das mit beanspruchen. Kann Sam und das... Okay, beide haben das beansprucht für sich. Okay. Okay, Leute, jetzt wird's kompliziert. Jetzt steuere ich nämlich 4 verdammte Sims. So, Sam. Da du hier bist, würde ich sagen, du suchst dir einen Job. Ich muss gerade gucken, Job suchen. Warte mal kurz, Schatz. Ich suche mir kurz einen Job. Okay. naja, ich glaube, ich bin ein Superheld. So Sims-Logik. Arzt, Polizist, Wissenschaftler, Astronaut, Totener, Geheimagent, lecker Maler, Schriftsteller, Sportler, Technikguru, Verbrecher. Lecker Maul. Er ist ja Genießer. Tagesaufgabe. Jetzt wird's richtig chaotisch. Oh mein Gott. Okay, er hat demzufolge eine Tagesaufgabe. Oh. Okay. Ach stimmt, von der Insel. Er war ja mit Sophie auf der Insel, hat dementsprechend ja auch schon ein paar Fähigkeiten gelernt. Das ist sehr gut. Das würde ihm auf jeden Fall weiterhelfen. Außerordentlich schon mehr. Sinn des Geschmacks. Okay. Wegen Wahl des Essens bestrebens. Gut. Jetzt muss ich kurz gucken. Dein Beruf. 2 Tage bis zur Arbeit. Und dann muss was zu essen zubereiten. Jetzt haben wir hier Kuchen. Dann tun wir mal hier rein. Okay. Aber jetzt kocht Sam. Und sein erstes... Oh Gott, er kann schon richtig gute Sachen kochen. Macht so eine Asia-Hühnchenpfanne. Bam, in your face. Partygröße. Okay. Sophie hat ihre Aufgabe schon abgeschlossen, aber sie möchte natürlich auch gerne noch etwas Geld verdienen. Und deswegen sollte sie das Gemälde fortsetzen. Please. Und du trinkst Musik und tanzt. Das ist das geilste Leben ever. Sage mal. Einladen, auf aktuellem Kurzstück abzuhängen. Wen küssen wir mal als nächstes? Dominic Fryres. Warum nicht? Dodo Rap. So, ja, 10 Sims küssen. Mach mal. Das wird schon.
Pobani. Spino? Jessene. Jessene. Fetze Pelka. Kennst du? Kumiel Bouchard's Boshem. Jamal. Ich weiß nicht, was hier mit mir stimmt. Kannst du das ja alles aufräumen, bis dein Besuch da ist, Granny? Es wäre sehr nett, wenn du das schaffen würdest. Wo geht sie hin? Sie benutzen den irgendwie auch nicht mehr. Oder nein, sie geht, wartet. Vielleicht doch. Wäscht sie da jetzt ab? Nee, sie... Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfragt. Hä? Achso, er kocht da noch. Okay. Oh je. Yeah. Ah, und zwei Mahlzeiten zubereiten inspiriert. Das schafft er auch locker, weil er ist immer hier inspiriert. Es sind alle inspiriert. Das ist gut. Und direkt an Sammler verkaufen. Entschuldigung. Landschaftsgemälde. Was hast du hier? Täschle-Mäschle im Schrank. Schaff mal. Was hast du hier? Surrealistisches Gemälde malen. Schaff mal. Oh, und sie hat die nächste Stufe erreicht. Oh. Oh. Warum haben wir so viel Geld? Hat Sam etwa noch von der Insel so viel Geld mitgebracht? Kann das sein? Oh. Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Wie hatten wir denn davor? Ich sag jetzt einfach mal Money 25.000. Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das Cheat geht. Da muss ich irgendwie, warte mal, Testing, Cheats, oh Gott. Wisst ihr, das sind so diese Sachen? Nee, hä? Ich muss auf Screener nochmal gucken oder später und muss dann nochmal irgendwie das Geld von ihnen rekonstruieren. Das tut mir gerade so leid. Das habe ich gerade nicht bedacht, dass er eventuell noch das ganze Geld hat. Also haben wir quasi jetzt einen ganz falschen Typen uns geangelt oder was? Ups. Ja, das ist so eine dieser Änderungen, auf die man gefasst sein muss. Okay, cool. Hey, cool, wir sind reich. Ich versuche trotzdem, trotz unseres Reichtums, das jetzt irgendwie zu verspenden, in Anführungszeichen, und irgendwie da alles loszuwerden, weil mit so viel Geld, das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten, würde ich sagen. What the hell? Okay, ja. Oh, nein, wieder so ein Barber-Wahnsinniger. Ich überlege, ob ich die Bar wegmachen soll, weil so oft wie die da irgendwas mischen, das ist noch nicht normal. Oh Mann. Okay. Du, meine Liebe, flirtest jetzt mal ein bisschen mit ihm. Betöre ihn. Er trinkt's wenigstens, siehst du das? Sam, tut das zubereiten und konsumiert es danach auch. Können jetzt immer einfach nur dumm stehen. Oh, die beiden machen gerade übelst rum und Sam sitzt einfach nur dumm dazwischen. Das ist witzig. Okay, liebe Freunde, jedenfalls, Sam ist hier eingezogen. Das ist auf jeden Fall das Hauptergebnis dieser Folge, auch wenn immer noch alles etwas drunter und drüber geht, aber der Gedanke bei der ganzen Sache ist auch, dass es zwischen Sam und Sophie ernster wird und dass das ihr gemeinsames Zimmer ist. Und das werden wir dann dementsprechend eventuell die nächste Folge vielleicht sogar schon ein ganz klein wenig umdekorieren. Das wäre ganz nice. Gucken wir mal. Aber erstmal möchte ich, dass dieser Folge... Granny, den lieben... Ich habe vergessen, wie er heißt. Was ist sein Name? Dominik. Los, küss ihn noch. Mach das noch schnell. Los, küss ihn. Was? Oh nein.
Steve Charso de Noor. Flazzle Pelka. Oh, oh. Ah, Bayumi. Okay, das war wohl nicht so viel dazu. Gut, dann schauen bis zur nächsten Folge. Das Chaos ist ausgebrochen. Das totale Chaos. Okay, ciao.